Sehr oft gefragt, wie spielt man Mortis in Showdown? Mortis ist deshalb schwierig, weil er sehr nah ran muss an die Gegner. Nehmt die zweite Star Power. Der zusätzliche weite Dash kann sehr nützlich sein, um anzugreifen oder um zu entkommen. Power Cubes sind sehr wichtig. Sammelt so viele Power Cubes am Anfang, wie ihr nur könnt. Dann spielt vorsichtig und versteckt euch, bis ihr möglichst keine Pokale mehr verliert. Wartet im Hinterhalt und finisht angeschlagene Gegner. Mortis ist sehr stark auf Maps mit vielen Power Cubes und mit Energy Drinks. Wenn ihr sie kriegt, nutzt eure Schläge auch, um zu fliehen. Wenn ihr flieht, flieht seitwärts, damit ihr den Schüssen ausweichen könnt. Ganz wichtig, überleben, überleben, überleben. Viel Spaß mit Mortis.